So, jetzt warten wir mal gerade, ob der hier vielleicht doch noch, willst du vielleicht doch noch reinkommen? Komm, rutsch mal da rein. Komm, geh mal rein da. Rein da. Ja, weiter. Weiter. So, geht doch. Und schön drin bleiben, ja? Nicht abhauen. Boy. Hallo zurück zu Minecraft Projekt. Sieht ein bisschen düster aus gerade hier. Wenn ich mich gerade mal umschaue, ganz schön dunkel geworden. So, wir befinden uns immer noch hier beim Bau. Ei, habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ja, Schande. Wollte ich natürlich nicht. Dann müssen wir uns gerade mal eine Hacke bauen. Wir befinden uns hier immer noch beim Villagerdorf und werden hier auch gleich weiter bauen, wenn ich das Feld wieder in Ordnung gebracht habe. Weil das können wir ja hier nicht so lassen. So. Wir bauen zum Beginn auf jeden Fall einen Haufen Holz. Das war ein bisschen viel, aber es macht ja gar nichts aus. Ich habe mir das hier nochmal überlegt, wie ich das bauen will. Ich habe mir überlegt, ich mache hier einen Wehrgang mit dazu. Dass die Villager hier auch mal ums Örtchen rumlaufen können. Ist jetzt der Villager da runtergefallen? Boah, der hat ja Glück gehabt. So dass man da auch von innen rumlaufen kann und sich da mal mit ein paar Gucklöchern zwischendrin. Damit sich das Ganze auch für die Villager lohnt. Sonst ist es ja vielleicht ein bisschen langweilig. Ah, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Das ist ja viel schöner. Es leckt gerade ein bisschen vielleicht, also die Verbindung ist vielleicht nicht ganz perfekt, weil ich nebenbei eben gerade noch ein Video render. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, ein Upload laufen habe. Deshalb kann das sein, dass das hier ein bisschen nicht so gut ist, gerade von der Verbindung. Machen wir denn? Machen wir da? Machen wir da eine genaue Richtung irgendwie? So, schnell in die Haie und ein bisschen ratzen. So. Da haben wir. Ich glaube, ich mache das einfach ein bisschen random.
Oh, so viel Holz haben wir gar nicht mehr. Die Sonne blendet heute wieder. So, passt es. Ich glaube, ich komme genau einmal rum. Nein! Mir fehlen zwei Holzblöcke. Ja, also jetzt gerade beim Sprung hat man wirklich gemerkt, dass ich gerade kleine Lags habe. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Jetzt hatte ich gerade schon Angst, was das ist. Das Rote. Dabei war es bloß eine Blume. So, dann machen wir uns mal hier nach oben auf den Weg. Wobei ich gar nicht so viel Axt mehr habe. Oh, Schande. Na, was ist denn da los hier? Ich will doch bloß ein bisschen nach oben. So, geht doch. Immer erst böse werden. Ja, so. Fertig. Keine Axt mehr. So. Ah, da haben wir noch ein bisschen Holz. Ja, wir machen uns gleich nochmal eine neue Axt. Naja, nicht weglaufen. Nicht weglaufen, Villager. Axt. So, 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 so. Der Baum hier nervt mich ein bisschen, denn der ist halt noch da, weil da oben Blocks verbaut sind. Und sobald die Blätter Anbindung an Blocks haben, bleiben die halt bestehen. So, hier sollen jetzt auch Planken hin. So. Also es wird keine mega aufwendige Mauer. Wobei ich mir noch am Überlegen bin, was ich denn mit dem Eingangstor anstellen soll. Ja, könnte sein, dass ich irgendwas mit Redstone baue. Aber das ist auch noch nicht ganz so geplant.
Achso, das ist immer noch offen. So, jetzt müssen wir wieder Holz hacken. Ah, es sieht, denke ich, ganz schön annähernd so aus wie. Warum geht der? Da fehlt noch einer. Ich habe mich schon gewundert, weshalb der Baum hier nicht despawnt. Ist natürlich die Erklärung, wenn da noch ein Block drin ist. Mal ein Riesenbaum, das ist auch gut, der gibt immer viel Holz. Hier. Das war's aber nur, glaube ich. Baum hier. Ja, wenn man hier viel durch die Gegend klopft, kriegt man natürlich auch viel Hunger. Also ich habe nämlich jetzt, muss gleich schon wieder ein bisschen Steak essen. Habe ich jetzt schon alle Bäumchen hier weggemacht? Ich glaube fast ja. Oh. Ich glaube, das sieht gut aus. Was haben wir denn? Bisschen mehr als ein Stack. Das ist in Ordnung. Naja, man muss hier halt immer aufpassen, dass man auch wirklich die richtige Höhe hat. Vor allem, wenn es hoch und runter geht. Und halt immer lieber schön Block für Block arbeiten. Und nicht zack, zack, sondern schön mit Gemach. Das war gerade zum Beispiel so eine Situation, da habe ich überlegt, habe ich da jetzt schon gebaut? Bin ich da jetzt schon viel zu hoch?
Aber nein, das hat gepasst. Man hat ja auch immer seine Höhe, die man haben will. Das ist so krass, das geht ruckzuck, dann ist dunkel. Guck, der ist jetzt zu weit. Dann darf er erst hier hin. Schlafen. Und dann haben wir nämlich gleich schon die Mauer fertig. Kommst du nicht rein, Alter? Geh weg! Kommst du nicht rein? Ist doch klar, oder? Wie ihr seht, die Mauer hilft schon. So. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wenn man hier steht, kann man rausgucken. Es ist der Sinn von den Schießscharten. So, es wäre mir jetzt ganz schön recht, wenn du mal auf die Seite gehst. Komm mal her. Hallo. Komm mal her. Ein Leder für einen Emerald. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hallo, du musst weg. Geh mal weg hier. Geh mal weg. Ah, Sturkopf. Ja, auch kann man schön rausgucken. Gucken, wo die Monster auf einen warten. So, die Mauer ist fertig. Dann machen wir hier gerade mal das Gras noch weg. Dass wir hier eine gescheite Fläche haben, dann kann man da nämlich nochmal ein Häuschen hinstellen, ein paar Villager züchten. Vor den Toren der Stadt kommen dann noch ein paar Tiergehege hin. So. Und irgendwo rennt ein Skelett rum. Komme ich da jetzt gar nicht mehr hoch? Oh, doch. Ja, schauen wir doch auch mal an, wie das von außen aussieht. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Also man kann das natürlich viel schöner bauen. Aber ich finde, es ist erstmal zweckmäßig. Also es soll ja die Villager vor den Mobs schützen. Vielleicht setze ich da auch noch ein paar Zinnen oben drauf. Alles möglich. Aber jetzt müssen wir ein anderes irgendwo ist hier ein Villager. Ein Skeleton. Ich höre das doch. Da drin ist es. Mitten im Haus, mitten in bei den Villagern, ist einfach mal ein Skeleton. So.
Was wollte ich machen? Ich wollte jetzt noch gucken, dass die hier nicht abhauen. Ich muss gerade mal überlegen, wie das gegangen ist. Genau, das möchte ich nämlich haben. Machen wir 1 oder 3? Machen wir 3. So. Die Tore machen wir hier dran. Weil soweit ich weiß, können Villager diese Türen nicht öffnen. Hallo? Und dann sind die nämlich. Oh, da ist noch einer draußen. Ey, du musst mitkommen. Komm. Put, put, put. Komm. Bevor es Nacht wird. Der will nicht. Der will nicht, der ist zu doof. Ich habe da vorhin Gravel hier. So. Sieht doch schon ganz schick aus, bin ich der Meinung. Was wir jetzt eben noch machen müssen, ist ein bisschen Licht hier reinbringen ins Dunkel. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und dann vollenden wir auch die Mauer. Kann ich da nicht drauf springen? Hallo? Doch. Dann vollenden wir die Mauer. Ich guck mal, ob ich da irgendwas sehe, ob da eine Kiste versteckt ist. Ne, sieht nicht so aus. Dann vollenden wir die Mauer und dann sind die Villager hier safe. Ja. Und dann werde ich euch noch vermehren. Der will auch 9. Vielleicht war das dasselbe. Was will denn der da hinten? Papier. Papier für Emerald. Fortune 3. Okay. Ist eigentlich ganz nice. Aber 45 Emeralde sind halt auch nicht gerade wenig. So, jetzt warten wir mal gerade, ob der hier vielleicht doch noch. Willst du vielleicht doch noch reinkommen? Komm. Rutsch mal da rein. Komm, geh mal rein da. Rein da. Ja. Weiter. Weiter. So. Geht doch. Und schön drin bleiben, ja? Nicht abhauen. Boy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.